Ja, Herr Dinges, Sie haben ja gerade auch nochmal sehr viel zur Parallelkultur gesprochen oder eben auch zur Gleichzeitigkeit von verschiedenen Männlichkeitsmodellen. Und da wäre für mich nochmal auch so eine erste Frage dazu. Und zwar, ich erlebe das so, dass es eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Männlichkeitsmodellen nicht nur gibt, sozusagen, dass es unterschiedliche Männer gibt, sondern dass es oftmals einfach auch zwischen den gleichen Personen passiert. Also sozusagen multiple Männlichkeitsmodelle in sich. Also gerade auch zum Beispiel in der Berufsorientierung, in der ich gearbeitet habe, habe ich erlebt, dass Jungen je nach Kontext also durchaus umgeswitcht haben, hin von einem sehr modern aufgeschlossenen Typus hin zu den ältesten Männlichkeitsvorstellungen, was denn ein richtiger Junge ist oder was ein Vater für Aufgaben hat. Also das geht also durchaus durch die Person hindurch. Und das macht natürlich oftmals sehr viel Druck einfach auch auf die Person selber. Also meine Frage wäre jetzt ein bisschen so die, ist diese Gleichzeitigkeit dieser verschiedenen Modelle eigentlich tatsächlich ein Zeichen des Umbruches oder ist es eher ein Zeichen auch der Beharrung der alten ja, Ziele, Qualitäten und der alten Männlichkeitsmodelle? So. Revin Cornell hat eine sehr interessante Überlegung in dem Zusammenhang, dass er sagt, Jugendliche machen sich Genderprojekte. Und diese Genderprojekte werden vielfältiger. Also ich bin als Junge an der Schule, merke vielleicht, die Mädels ziehen so ein bisschen an mir vorbei. Computer kann ich aber besser, entschuldigen, wenn ich diese Stereotypen alle so bringe. Und jetzt überlege ich mir, wie will ich mich eigentlich entwickeln? Wo ist sozusagen mein Raum? Wie kann ich an Männlichkeit anknüpfen? Aber auch für mich eine neue Form entweder von Männlichkeit oder Menschlichkeit entwickeln. Und dazu gehören Ambivalenzen. Deswegen denke ich, also ich finde das auch nicht erschreckend, dass die Jugendlichen dann switchen, sondern ich denke, dieses Suchen, sich rausfinden, das ist, glaube ich, ein Prozess, der zu einem solchen individuellen Genderprojekt dazugehört. Und was halt wichtig wäre, wäre eine Verständigung darüber und auch, dass es Institutionen gibt, die das anerkennen und sagen, ja, das ist wichtig, dass ihr sozusagen nicht an überlebten männlich oder an, ja, du hast das ja ein bisschen kritisch gesehen mit den hegemonialen Männlichkeitsnormen, aber ich denke, die sind schon recht stark und auch in der Mund-zu-Mund-Kommunikation noch stark, dass also auch für die Jungen sich sowas wie dieser Käfig der eisernen hegemonialen Männlichkeit öffnet und sie suchen können. Und dass es dabei ambivalent, widersprüchlich, emotional zugeht, das finde ich, ist Teil eines neuen Prozesses. Und die Frage ist dann eben, was du auch angesprochen hast, gibt es diese Austausch- und Rückzugsräume, jetzt nicht so als Männerbündelei. Ich habe es erlebt bei jungen Männern, die also Eltern, Vaterurlaub nehmen wollen und wie schwierig das ist, das nur ihrem Freund zu sagen. Ne? Also bei einem Geschlecht, wo man Heldentum erwartet, dass das ganz schwierig ist zu sagen, ich will aber Erziehungszeit nehmen. Ne? Genau da, denke ich, ist dann so der Klickpunkt, dass man einen Ort braucht, wo man das auch mal sagen kann. Ja, ich bin natürlich auch ein überzeugter Anhänger von der Vorstellung, dass Pluralisierung und Vielfalt von Bildern zunächst was sehr Positives ist. Und ich habe hier aber ganz bewusst mal andere Dinge auch ein bisschen deutlich machen wollen, weil sozusagen der Konsens hier ist ja sowieso im Raum, dass wir das gut finden. Und die Frage ist aber, was spielt sich eben gesellschaftlich ab? Und da habe ich ehrlich gesagt aus der gründlichen Lektüre von Jugendstudien und einigen anderen Dingen dann doch den Eindruck, es gibt da erhebliche, sagen wir mal, Begleiterscheinungen, die man auch mal in den Blick nehmen muss. Also die Kosten dieses Prozesses sind ja auch im Grunde eine politische Herausforderung. Ne? Also nicht nur, weil die Leute dann also rechtsradikal wählen und Ähnliches tun, da ist es auf der banalsten Ebene sozusagen von politischer Wahrnehmung sichtbar, oder aber rechtsradikal aggressiv werden und Ausländer verprügeln und so, da wird es dann natürlich schon noch etwas schlimmer. Das gibt es ja auch alles.
sondern es gibt ja auch, sagen wir mal, also so ein gewisses Elend von Jungen an Orientierungslosigkeit. Wenn man so ein bisschen die Mediennutzungsstudien anguckt, dann ist das schon auch was, wo man mal auch drüber reden müsste, also wo gewissermaßen auch politische Aufgaben sind. Denn was diese Computerspiele, also ohne das jetzt hier zu perhorisieren oder so, anrichten bei der Entwicklung von Männlichkeitsbildern, das geht ja ein in dieses Geschlechterprojekt, wie du sagst, Ilse. Ne? Und ich frage mich schon, also wie das sich auswirkt. Ich meine, die einschlägige Forschung dazu, die ist großenteils ja von der Industrie finanziert, die diese Produkte herstellt. Deswegen ist die nicht gerade sonderlich kritisch. Und da muss man also nochmal genauer drauf gucken. Aber ich denke, da sind Kosten zu in den Blick zu nehmen, dieser Pluralisierungsprozesse, die wichtig sind. Und ein letztes vielleicht doch noch, ich war ja ganz erstaunt und geradezu erschüttert, als ich in dem traditionell konservativen Bundesland, in dem ich als Mensch aus dem Ruhrgebiet dann später mal gelandet bin, nämlich in Baden-Württemberg, mal in die Lehrpläne geguckt habe und dann zu meinem Riesenerstaunen feststellte, dass dort Genderkompetenz sozusagen, also so erstrangiges Ziel ist, irgendwie unter den ersten drei oder so. Und dachte, na gut, immerhin ist da ja in der Schule einiges im Gange, aber ich denke, es ist ein großes Feld, das auch noch unzureichend und unbefriedigend beackert ist, was an Genderkompetenz eigentlich in Schulen vermittelt wird. Wenn man sagt, ja, also ein Gender-Projekt, wie das also Winter und andere mal genannt haben, mit diesem Titel Dies und Das, also für die jungen Sozialisierung, also sowohl die traditionell männlich zugeschriebenen als auch die traditionell weiblich zugeschriebenen Aspekte gewissermaßen in die Sozialisation einzubeziehen, dann ist das eine interessante regulative Idee, aber ich sehe eigentlich noch nicht so richtig, dass das in den Lehrplänen oder irgendwo an irgendwelchen Stellen sozusagen in dieser Weise verwirklicht würde, weil, und da muss ich doch ein bisschen dir widersprechen, leider Gottes ja nicht, Frau ist Geschlecht, die Vorstellung des 19. Jahrhunderts war, wie du das so schön an dem Bild gezeigt hast, sondern ich ja jedes Mal neu erschüttert bin, wenn ich meine Studenten in Mannheim mit einer Veranstaltung sozusagen zu also Männlichkeiten im 20. Jahrhundert oder ähnlichen Themen oder Geschlechtergeschichte der Gesundheit zum ersten Mal treffe und die mir alle sagen, ja Geschlecht ist doch Frau. Also das ist einer der Effekte unseres Geschlechterdiskurses, dass die alle meinen, Geschlecht ist Frau und mich dann ganz mit großen Augen angucken, wie ich denn eigentlich überhaupt auf die Männer komme. Und das ist natürlich dann der Prozess, der dann nochmal sozusagen an der Stelle anfängt. Also da bleibt viel zu tun. Kann ich hier noch ein bisschen in Dialog bleiben? Ich würde gerne zwei Punkte ansprechen. Ich finde das auch sehr bedenklich mit den Kosten. Und da würde ich auch gerne weiter darüber diskutieren. Und das ist für mich ein Problem, dass ich sowas wie vielfältige Leitbilder für Männer und Jungen, die, wie soll man sagen, auch genderreflexiv sind. Ich hoffe, ihr könnt mir so ein bisschen folgen, was ich damit meine. Ne? Wo Männer ironisch und, was du sagtest, eigene Interessen und Bedürfnisse ausdrücken können. Und nicht nur als Mann, ne? Sondern auch als verschiedenen menschlichen Möglichkeiten. Da, finde ich, fehlt in den Medien ganz viel, da fehlt in der Erziehung ganz viel. Und da finde ich auch ungeheuer wichtig, ja, was hier im Raum also die Leute so machen. Da, denke ich, ist auch ein Problem. Ne? Also da sind Kosten auch, weil das die Alternativen nicht deutlich sind, nicht, wie soll man sagen, sich erst artikulieren. Das Bedürfnis ist ja deutlich geworden. Die Frauen haben das sehr wohl. Ne? Es wird ja immer noch behauptet, die Frau will eigentlich einen Macho. So ist dem offensichtlich nicht mehr, sondern es gibt ein Interesse an neuen Männern, neuen Männlichkeitsbildern. Und die Frage ist, wie kann das irgendwie verstärkt werden? Wo ich widersprechen würde, ist die Vorstellung, dass also Modernisierungsverlierer sozusagen rechtsradikal werden oder eher chauvinistisch werden. Für mich kommt ein erheblicher Teil des Rechtsradikalismus und des Chauvinismus aus der Mitte, aus einem sehr gezielten und aus der Oberschicht sehr gezielten, ja wie soll man sagen, Selbstbehauptungsmodell. Und wenn man sich überlegt, dass Beatrix Storch und andere Vertreterinnen des deutschen Adels im Moment dabei sind, also diese anti-homosexuellen Kampagnen fortzufahren, die Frauen wieder als Gebärerin reduzieren wollen und so weiter, das kommt also aus der gesellschaftlichen Elite, was die AfD angeht. Und das ist also die erste parlamentarische Kraft, die den Antifeminismus zu gewissen Grade aufgenommen hat. Also von daher täte ich mir sehr schwer zu sagen, das sind die Modernisierungsverlierer, sondern meiner Ansicht nach versuchen die neu von Modernisierung zu gewinnen und die anderen für sich einzufangen. Und ich erlebe sehr viel mehr Partnerschaftlicheres, gerade in denen, die also zwischen Hartz IV
und untere Arbeiterschaft sind, dass da traditionelle Rollenmodelle eher verbreitet sind, sind meiner Ansicht nach hängt daran, dass da der Geschlechtervertrag noch ökonomisch extrem wichtig ist. Also man kann sich nicht leisten, auf die Mutter zu verzichten, in anderen Worten. Ne? Da ist nicht so viel Geld da und nicht so viel Freiraum. Gut, das ist ein bisschen anders. Ja, da hätte ich vielleicht auch noch mal eine kleine Frage, bevor ich das dann ins Publikum öffne. Und zwar, Frau Schwesig hat, glaube ich, gestern im Bundestag sozusagen das neue Elterngeld Plus Gesetz vorgestellt, die neuen Elternzeitregelungen. Sie hat auch am Donnerstag auf dem Kongress von der Ebert-Stiftung auch noch einiges dazu gesagt. Und ist dieses Modell des neuen Elterngeldes, Elterngeld Plus, was ich ja ein bisschen versucht, flexibler zu sein, was nochmal auch versucht, Männer nochmal mehr als diese zwei Partnermonate hineinzubekommen in die Elternzeitregelungen und so weiter. Ist das eigentlich ein Modell, ein Anreiz zur aktiven Veränderung von Männlichkeiten oder ist es eher ein Mittelschichtsförderungsmodell? Politische Diskussion lebt ja von Zuspitzungen. Deswegen ist das Entweder-Oder ist ein Beispiel für eine solche Zuspitzung. Also es ist ja zunächst mal sehr klar, dass Leute, die Jobs haben, dadurch begünstigt werden. Leute, die keine haben, dadurch natürlich nicht begünstigt werden. Also die Kritik der Linken, dass das natürlich auch ein Mittelschichtförderungsmodell sei, ist natürlich richtig. Andererseits ist die Frage, ob wir eigentlich noch mit den richtigen Leitbildern unterwegs sind. Also meine Überlegung geht seit langem dahin, dass man wegkommen muss, also davon, dass nun also alle Menschen ganztags und voll berufstätig sein müssen. Ich habe schon also als 20-Jähriger mit meiner damaligen Freundin mal ein bisschen fantasiert und wir hatten so diese Idee, also wir können ja jeder 75% arbeiten. Ja? Und ich finde das eigentlich gesellschaftlich ganz große Klasse, dieses Modell, weil wir ja wissen aus den Untersuchungen zu Teilzeitarbeit oder reduzierten Arbeitszeiten, die Leute sind ja alle viel effektiver, viel zufriedener, für die Unternehmen gut, für die Leute ist es gut und so weiter. Und für die Geschlechtergerechtigkeit wäre es auch ein Riesengewinn, denn die Kinder kriegen selbstverständlich mit, dass auch der Vater also sich mit den familiären Aufgaben befasst und umgekehrt die Mutter genauso berufstätig ist. Also wenn man mal überhaupt über Modelle reden wollen von Gesellschaft und Geschlechtergleichheit, dann würde ich sagen, wir müssen von diesen Ganztagsmodellen weg, ob nun für beide oder für einen. Und nach meiner Erfahrung mit dem katastrophalen deutschen Kinderbetreuungssystem, trotz aller Bemühungen angeblich verlässlicher Grundschulen, früher waren die dann ja unzuverlässig, heißt der Begriff ja auch, und Horte und was es alle gibt, es ist ein bisschen schwierig, wenn man Kinder hat, sozusagen, dass beide ganztags berufstätig sind. Das klappt fast nicht. Und wenn man dann immer in dieses Modell reingezwungen wird, einer ganztags, der andere halbtags, und in Deutschland heißt das ja fast immer noch der Mann ganztags, die Frau halbtags, ne? Dann ist man eigentlich in einer Gesellschaft in die Situation, die Emanzipation nicht fördert. Also so würde ich da ein bisschen umfassender darauf antworten wollen. Aber Frau Schwesig hat ja gestartet mit der Idee, dass sie sagt, 30-Stunden-Woche für Eltern. Ich denke, das war eine gute Idee. Und ich würde es sehr unterschreiben, dass man da an größere Modelle denken muss. Zu der Reform kann ich jetzt nicht so viel sagen. Bloß, also ich denke, man muss sich klar machen, da geht es auch um Kinder. Und das ist nicht nur eine Frage, also ich habe schon vorher gesagt, wenn man an Mann und Frau immer im Paar denkt, ne, das wird hochproblematisch, wir haben auch Regenfamilien und so weiter, ne, Flexibilisierungen. Wenn es zum Beispiel jetzt über ein Residenzmodell geredet wird, wo man sagt, da können Scheidungsväter sozusagen mehr mit ihren Kindern machen, dann frage ich mich schon, was das für die Kinder eigentlich heißt. Warum ist es nicht möglich für ein Paar, was sich vernünftig trägt, dass die beiden dann, also wie soll man sagen, jeweils bei dem Kind wohnen, abwechselnd oder wie immer. Also da würde ich mehr Fantasie wünschen. Modernisierungsverlierer, die Frauen, die sich auf dieses Ehemodell eingelassen haben, und ich sage das jetzt auch mal ein bisschen pointiert, weil gerade ein Aufruf zirkuliert, wo man sagt, wenn die Männer mehr Sorgearbeit machen, unbezahlte, müssen sie auch weniger Unterhalt zahlen. Ja, wie viel Geld kriegen die Kinder denn dann eigentlich? Also wenn die Männer den Unterhalt reduzieren, ist es noch einfach, die Jeans zu kaufen oder nicht? Also da finde ich es schon wichtig, dass man dran denkt, es ist nicht eine Frage nur eines Paars, was sich trennt, sondern was beide hoffentlich die Vorstellung hat, dass die Kinder gut leben können. Und da müssen wir, denke ich, auch triadisch denken. Und diese ganze Frage mit Trennungskonflikten, Kindern, wie kann man da eine Verlässlichkeit herstellen, auch für die Väter,
Das ist mir sehr nah. Ne? Aber da muss man eben immer sehen, die Kinder wollen nicht diese Form von Desorientierung haben. Und gerade für die Jungen, denke ich, ist es besonders problematisch vielleicht. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne das öffnen. Also Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, kurze Kommentare zu machen. Es gibt ein Saalmikrofon. Bitte melden und dann übers Mikro sprechen. Ja, Tag, Frank Hessmann, hier auch vom Forum. Ein bisschen provokativ. Sie hatten dieses Idealmodell der Teilzeitarbeit für die Paare vorgeschlagen. Für die unteren Lohngruppen, und das ist meine provokative These, ist das eine elitäre Diskussion, weil die sich schlicht aufgrund ihres geringen Einkommens eine Teilzeitbeschäftigung nicht leisten können. Unabhängig, also ich möchte bloß mal an diese ewig lange Diskussion mit Mindestlohn erinnern, 8,50 Euro bedeutet letztendlich, und das ist ja auch richtig vor der Wahl festgestellt worden, dass damit lediglich Arbeit nicht mehr staatlich subventioniert wird, wenn diese 8,50 eingehalten werden. Wir sind damit aber noch weit weg von so etwas wie Spielraum, was Gehaltsforderungen angeht. Und insofern spielt für mich dieser Rahmen, dieser Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Tarifvertragsrahmen eine Rolle, der auch in den Beitragen für mich zu kurz gekommen ist. Bitte? Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass Sie das ansprechen. Ich sage das auch meistens, wenn ich Vorträge dazu halte, dass eigentlich die Klassen- und Schichtfrage oft wichtiger als die Genderfrage ist. Das darf man hier natürlich nicht so laut sagen, aber es ist in vielen, vielen Feldern ist es tatsächlich so. Ich würde Sie allerdings jetzt gegenfragen, haben Sie denn Zahlen dazu, wie also in dem Bereich unterstes Dezil, sagen wir mal, der Einkommen oder unterste beide Dezile, wie da in Paaren die Arbeitsverteilung ist? Haben wir denn da wirklich das Modell, dass die beide ganztags arbeiten? Oder haben wir nicht oft, also was Ilse zum Beispiel angesprochen hat, die Situation, also ganz unten sind ja zum Beispiel die Migrantinnen, die dann also vielleicht halb oder wie auch immer prekär arbeiten, aber auch nicht ganz das. Also das wüsste ich gerne, bevor wir sozusagen eine Theoriediskussion darüber führen, was in den untersten beiden Dezilen wünschenswert wäre. Aber natürlich haben Sie völlig recht, also da können wir uns schon mal einigen, dass der Mindestlohn sehr gering angesetzt ist und so weiter und so weiter. Also dass auskömmliche Verhältnisse dort hergestellt werden müssen. Allerdings halte ich es auch nicht für zielführend, gewissermaßen politisch gegeneinander auszuspielen, die legitimen Bedarfe, also in dem unteren Bereich, denen es ja seit 20 Jahren immer schlechter geht in der Bundesrepublik, also auch da sind wir uns natürlich völlig einig, gegen ein Modell von Geschlechtergerechtigkeit, sondern dann muss man sich da natürlich genau fragen, wie kann man natürlich durch da meinetwegen Lohnersatzleistungen, die wir ja für alles Mögliche in diesem Land auswerfen, dafür sorgen, dass auch da ein 75-75 Modell möglich wird. Also das ist ja ganz einfach politisch auch zu machen durch Umverteilung. Ne? Ne? Naja, also ich meine, wenn wir hier alle möglichen Nichtleistungen oder Nicht-Inanspruchnahme der Leistungen des Kindergartens in dieser Republik bezahlen können, dann können wir vielleicht auch dafür sorgen, dass jeder 75-75 arbeiten kann. Ne? Ganz kurz, Frau Lenz, noch dazu. Darf ich kurz nochmal, ich glaube, wir rutschen hier in eine etwas andere Diskussion rein, aber ich würde sagen, da braucht man langen Atem und Fantasie. Wenn man sagt, 30-Stunden-Woche für alle Eltern auf Antrag, dann würde das bedeuten, die ist sozialversicherungspflichtig auch in der Rente und so weiter abgesichert. Was wir im Moment haben und wo Sie ganz zu Recht darauf verweisen, ist sowieso die Prekarisierung. Ne? Also das ist nicht das, wo die große Wahl besteht für die unteren Lohngruppen, sondern die werden da reingeschoben und die Zeitsouveränität geht immer mehr zurück. Gerade deswegen wäre es wichtig, halbwegs kohärente Modelle zu entwickeln, die Männern und Frauen in unterschiedlichen Positionen Chancen bieten. Und das, denke ich, ist dann wirklich auch eine Sozialstaatsdebatte. Ich hatte jetzt hier noch eine Wortmeldung, Thomas Gesacker. Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Switchen, das Gender-Projekt der Jugendlichen. Herr Dinges hat ja von diesen Lehrplänen gesprochen. Ich nehme an, er meint die Lehrpläne der grün-roten Regierung in Baden-Württemberg. Also die gibt es noch nicht so lange. Ja, ja, also das ist ja nicht mehr so konservativ, wie es mal war. Und da gibt es aber erbitterte Kulturkämpfe dagegen.
Widerstand eben von christlichen Fundamentalisten und eben ist schon die AfD angesprochen. Also ich bin der Meinung, wir stehen sozusagen, da würde ich Frau Lenz zustimmen, in einer Situation, wo dieser Antigenderismus, wie das dann genannt wird, in die Parlamente einzieht und sozusagen vor einem Kulturkampf über diese Parallelkultur, die nämlich bekämpft wird. Die Parallelkultur von Männlichkeiten, von Geschlechterrollen ist in diesem politischen Milieu nicht erwünscht. Und das könnte noch eine harte Auseinandersetzung werden. Wollen Sie dazu kurz antworten? Sonst hatte ich da hinten noch eine Wortmeldung vorher. Da war noch mal eine, die war zuerst. Ja, mein Name ist Michael Frey. Erstmal schönen Dank an die Referentin und den Referenten für die schönen Vorträge. Ich würde gern drei Punkte ansprechen. Einmal, Herr Dinges, Sie haben die These aufgestellt, Männer als Modernisierungsverlierer. Da würde mich interessieren, wie dieses Bild der männlichen Verlierer zu der Empirie passt, dass nach wie vor die Führungsetagen von Vorständen in Unternehmen, also auf der vertikalen Ebene, nach wie vor von Männern überwiegend besetzt sind, also dass wir nach wie vor eine ökonomische Ungleichheit haben und dass auch der größte Teil der gesellschaftlichen Ressourcen in der Hand der Männer ist. Also wie passt es zu der Verliererthese? Zweitens, da habe ich eine Nachfrage, da haben Sie in Bezug auf den Begriff der Parallelkultur gesagt, der Begriff ist gefährlich, weil er Unterschiede verwischt zwischen Männern und haben als Beispiel genannt, da habe ich Sie vielleicht falsch verstanden, aber ich habe es so verstanden, dass Sie gesagt haben, es gibt zum Beispiel einen unterschiedlichen Beitrag zwischen Männern mit und ohne Kindern. Da würde mich interessieren, was Sie damit meinen, also was der unterschiedliche Beitrag ist von Männern mit und ohne Kindern. Und der dritte Punkt, das betrifft beide, also Ilse Lenz und Martin Dinges, beide haben ja gesagt, die Akzeptanz von Homosexuellen, von Schwulen und Lesben sei ein Indikator für die Modernisierung oder für die Flexibilisierung von Männlichkeitsbildern. Da kann ich an Thomas Gestermann anknüpfen, Baden-Württemberg hat ja eigentlich das Gegenteil gezeigt, oder? Also dieser Aufschrei und auch Frankreich, ne, als die Homo-Ehe eingeführt wurde, gab es Massenproteste gegen die Gleichstellung von Schwulen und Lesben in der gesellschaftlichen Ordnung. Wie kann man das mit Akzeptanz, oder kann man da von Akzeptanz eigentlich reden, von wirklicher Akzeptanz? Und verdeutlicht das noch nicht sehr gut die tatsächlichen Machtverhältnisse zwischen Heteros, Homos, Männern, Frauen und so weiter. Danke. Wer möchte, Herr Dinges, zuerst? Also ich habe ja keineswegs von den Männern als Modernisierungsverlierern gesprochen, sondern ich habe gesagt, es gibt einen Teil der Männer, bei denen offenbar die Modernisierungsprozesse mehr Probleme machen, als Lösungen dort entstehen. Und ich habe ansonsten darauf hingewiesen, dass die modernen Männer also in diesen beschriebenen Logiken die zufriedensten sind. Also das ist offenbar ein Missverständnis. Was den unterschiedlichen Beitrag von Männern mit Kindern und ohne Kinder betrifft, meine ich damit, dass sich eine Gesellschaft überlegen muss, wo sie sozusagen Fördergelder hinschickt. Wir haben einen riesen Umverteilungsmechanismus in dieser Republik und da ist eben die Frage, was sind politisch vorrangige Ziele. Ich kann nur einfach sagen, dass einfach, wenn der Arbeitsmorgen im Büro begonnen wird, dass Sie natürlich, wenn Sie Kinder haben, bereits also einen ganz anderen Film morgens haben ablaufen lassen müssen, bereits als wenn Sie keine haben. Und das ist ziemlich stressig und es ist die Frage, ob man das politisch fördert, zum Beispiel durch 75-75 Modelle oder nicht, ob man dahin Geld steckt oder nicht. Das ist das, was ich gemeint habe und ich denke, das ist eine politische Debatte wert. Und schließlich, also die Akzeptanz von Homosexualität und so weiter, das ist natürlich wie alles in der Gesellschaft kein Prozess oder kein Ereignis, das sozusagen am Tage 2000, wo wir die gesetzliche Gleichstellung haben, erreicht ist, sondern das hat, das wissen Sie ja wahrscheinlich besser als ich, also mindestens 40 Jahre Vorlauf in der Diskussion darüber gehabt, also von der Abschaffung über den 175 und so weiter, bis hin zu diesem Zeitpunkt, wo man mal eine politische Mehrheit hat, die das dann gewollt und gemacht hat. Und natürlich gibt es gesellschaftliche Kreise, die das nicht gut finden. Und was diesen Hinweis von Herrn Gesterkamp betrifft darauf, dass wir da im Moment Kulturkämpfe erleben, das ist natürlich hochinteressant, wenn man das nochmal auf Ilse's Überlegungen zu Geschlechterordnung zurückbezieht. Wenn ich mir überlege, dass die größten Massendemonstrationen in Frankreich in den letzten Jahren zu zwei Themen waren. Es war in den 80er Jahren, war es die nichtstaatliche Schule, also die Förderung von Schulkindern,
die also von Kirchen oder wie auch immer organisiert war. Und es ist jetzt vor einigen Jahren ist es die Frage gewesen, also der Kämpfe gegen die Gleichstellung von Homosexuellen. Dann finde ich das ein interessantes, sagen wir mal, zeitdiagnostisches Element dessen, worüber sich Gesellschaften eigentlich heute noch aufregen können. Ja? Und das und wie das sozusagen massiv politisierbar ist, ob die Leute nun gleichgeschlechtlich begehren oder nicht und wie man das sozusagen rechtlich sortiert. Ja? Und das sollte einem zu denken geben, denn also die symbolischen Kämpfe um Geschlechtergleichheiten, die finden offenbar an dieser Stelle da statt, das ist die Bruchstelle und das ist offenbar wunderbar politisierbar und es ist ja auch interessant, wer sich da trifft. Also das sind in Frankreich konservative Kirchenkreise und das ist natürlich der Front National, also es sind sozusagen sowieso die Leute, die sagen, also das sich Aussetzen der französischen Gesellschaft, der Globalisierung gegenüber ist etwas, was falsch war, wir müssen die Grenzen wieder zumachen und es sind ansonsten natürlich konservative Kreise. Und wer da bei uns mobilisierbar und politisierbar ist, das werden wir noch erleben. Aber kürzlich brachte mir ein Freund aus Altötting eine Broschüre mit, also das ist ein Wallfahrtsort in Bayern, für die, die es nicht wissen, wo sozusagen in handlichem Format ungefähr so in dieser Größe gegen den Genderismus polemisiert wurde, also von einer kirchlichen Stelle, ich weiß jetzt nicht mehr welcher. Das ist auch interessant, wie jetzt sozusagen in diesen Milieus diese Dinge vorangetrieben werden. Und gucken wir mal, was da auch noch auf uns zukommt in Deutschland. Ja. Aber dass das sozusagen die höchste Mobilisierungskraft hat, zeigt, wie wenig die Akzeptanz mittlerweile gegessen ist in dieser Republik. Das muss man dann auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Also es ist ja auch eine politische Beobachtung. Ja. Ja, das war eine sehr wichtige Frage und ich würde die gerne auf mehreren Ebenen beantworten. Als erstes würde ich gerne sagen, für die, die das genauer angucken wollen, wir haben eine Tagung gemacht an der Ruhr-Uni Bochum, gleich und anders oder anders gleich. Da ist auch der Forschungsstand zusammengeschrieben. Das findet man unter Katja Sabisch-Ilse Lenz. Und das eine ist, denke ich, diese Ambivalenzen in Genderprojekten, gerade bei jungen Männern, wo also das auf der Schule wiederkommt, auf dem Schulhof, du schwul und so. Ne? Das würde ich eher als sowas einordnen, wo also praktisch auch emotionale Prozesse losgehen, angesichts einer großen Unsicherheit. Früher war der Ausschluss klar, also in der Generation meines Vaters war klar, homosexuell bin ich auf keinen Fall. Ne? Jetzt ist es so, dass wir eine Vielfalt von Begehrenformen haben und da läuft dann sowas im Alltag, das wäre jetzt meine Alltagsthese dazu. Ne? Auch das zeigt irgendwie ein Aufbrechen. Was völlig anderes ist eine ziemlich randständige soziale Bewegung von mehreren hundert Menschen, sehr stark von der Spitze und von Männern in den Eliten, wie also Matthias Matusek und anderen, inzwischen auch Frauen wie von Beatrix von Storch angetrieben, die setzen auf die Differenzordnung. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, was ich gesagt habe, die wollen ja nicht zum Neopatriarchalismus, sondern schwul darf man anständig auch sein, aber bitteschön anständig, ne? Und die Frauen sollen wieder Frauen sein und die Männer sollen Männer sein. Und die argumentieren auch mit Gleichheitsplausibilitäten. Ne? Es ist nicht so, dass die wollen, dass die Männer wieder ganz oben stehen, sondern die Männer stehen ja inzwischen ganz unten. Es ist ja ganz furchtbar. Ne? Also sozusagen die Skandalisierung des Opferstatus der Männer ist in Teil der Rhetorik, die sie speist unter Buchung auf Gleichheit. Und das finde ich wieder spannend. Ne? Also die Gleichheit sowohl von Mann und Frau wie auch von Homosexuellen ist irgendwie da, aber üppig soll es auch nicht werden. Ja, also von daher denke ich, dass die sich als symbolische Ressource die Homosexualität rausgesucht haben und das den Einschluss und den Ausschluss. Also man darf ja zu Hause schwul sein, aber bitte nicht in der Schule drüber reden. Ne? Das ist schon sehr spannend. Also das geht zurück auf diese differenzorientierte Geschlechterforschung. Sie nehmen die Sexualität, vermutlich auch, weil das für sie besonders bedrohlich ist, wenn die Menschen da tatsächlich nicht mehr kontrollierbar wären. Gut, da muss man sich Überlegungen machen. Warum wird also Homosexualität und Feminismus von diesen geschlechtskonservativen bis antifeministischen Kreisen als Symbol genommen, um zu mobilisieren? Ob das klappt, das möchte ich erst mal wissen. Also ich denke, es ist wichtig für alle die, die für Emanzipation stehen, ganz anders öffentlich zu werden. Ich habe eben gesagt, wir haben ja eine Forschung gemacht, auch die Bell-Stiftung, Hinrich Rosenbrock, diese Studie. Das sind also vermutlich unter 1000 Menschen, die da aktiv werden. Und das soll man sich jetzt nicht als riesengroßes Netzwerk vorstellen, aber die Frage ist der Resonanz. Und da ist eben die eigene Frage, wie vertritt man sowas wie die eigenen Lebensentwürfe, wie sagt man, warum die Geschlechterforschung Sinn macht.
Genderismus, ich würde jetzt gerne davon abraten, diesen Begriff öffentlich zu verwenden, weil das ist eine ganz klare Prägung, so ähnlich wie Political Correctness, was als Kampfbegriff eingesetzt wird. Also wenn schon, dann Konstruktgenderismus. Ja, wir nähern uns mit Riesenschritten der Pause und ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen, die würde ich gerne zusammenfassen wollen. Wenn ihr nichts dagegen habt, war hier vorne. Ja gut, dann will ich mich auch kurz fassen. Mein Name ist Manfred Köhn, ich bin Genderberater hier in Berlin und forsche auch zur Intersektionalität. Ich habe eigentlich zwei kurze Anmerkungen und vielleicht noch einen Beitrag zu dieser Kulturkampf-Betrachtung und zu dem Begriff Parallelgesellschaft. Aber bitte kurz. Ja, gerne. Das Erste ist, also erstmal vielen Dank auch für die beiden ganz hervorragenden Vorträge, die waren sehr spannend und haben mich nochmal inspiriert, bestimmte Sachen nachzugucken. Zum Thema Geschlecht und Migration fand ich sehr spannend diese Betrachtung mit den Berufsabschlüssen und mit der beruflichen Position. Da hat mir aber gefehlt sozusagen die Herkunftsklasse. Im Rahmen der Debatte über Sarrazin hat von der TU mal jemand eine großartige Studie sozusagen vorgelegt, dass die Mobilität in den Migrantinnen- und Migrantenmilieus zum Teil größer ist als in den deutschen Milieus und das muss sozusagen Berücksichtigung finden, wenn man die schlechte Position auf dem Arbeitsmarkt sich anguckt und die Dauer des Aufenthalts, der Aufenthalt in Deutschland sind auch ein wesentliches Moment, das einen Einfluss auf den Arbeitsmarktpositionen haben. Gut, ich versuche es noch kürzer. Sehr spannend fand ich, dass ältere Männer sich sozusagen in der Modernisierung der Einstellungen schneller wandeln als jüngere Männer. Da habe ich überlegt, ob es sich vielleicht um einen Kohorteneffekt handelt, weil ich irgendwie eine ganze Menge 68er kenne, die jetzt so langsam in die älteste Kohorte, also sozusagen in diese älteste Altersgruppe eintreten. Und das könnte irgendwie ein Messartefakt sein. Dann mache ich es mit der Parallelgesellschaft nochmal kürzer. Ich glaube auch, also ich habe immer Sorge, dass wir in so einer linken Blase sind irgendwie und so das Gefühl haben, wir beobachten ganz viel Egalitäres und so. Und natürlich, das ist ja auch unser Anspruch und so suchen wir uns auch unsere Freunde aus. Aber es scheint da irgendwie noch jede Menge anderes zu geben. Und im Augenblick habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass die katholische Kirche sehr mobilisierungsfähig ist und das auch macht. Und zwar nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland, in Polen, in verschiedenen anderen Ländern und da muss man sich vielleicht mal irgendwie zu verhalten. So. Okay. Danke. Vielen Dank. Bitte ins Mikro. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich schon wieder abgewiegelt habe, weil ich du kannst auch gerne verzichten. Nein, ich sage es ganz kurz. Was mich angesprungen hat, war das Wort Rückzugsraum. Rückzugsräume für Männer, die sozusagen auf der Modernisierungsstrecke sind, weil die braucht es einfach unheimlich dringend, um wieder Kraft zu schöpfen. Wenn ich in einen Yogakurs gehe, dann sind da meistens Frauen und ich brauche irgendwie sowas wie so ein Äquivalent wie die Freiwillige Feuerwehr, wo die ganzen Männer sind, aber sowas will ich gar nicht. Deshalb bin ich wahrscheinlich heute hier. Ja. Genau, das wollte ich eigentlich nur sagen. Gut. Vielen Dank. Ja, Henning von Bang. Auch von mir herzlichen Dank für die sehr interessanten Vorträge, die auch bei mir noch mal ein bisschen hier und da Nachdenken auch ausgelöst haben. Ich hänge gerade noch bei dem letzten Thema von Ilse Lenz, Bündnisse für Geschlechtergerechtigkeit, weil ich das sehr interessant fand. Wir haben in der Vorbereitungsgruppe zuletzt auch darüber noch mal überlegt, warum sind wir eigentlich als Forum Männer unter Männern, biologisch Männer eigentlich nur noch unter uns? Ist es nicht längst Zeit, da einen ganz anderen Setting uns zu überlegen und insofern verstehe ich das auch nochmal in der Richtung nochmal deutlich zu machen, also wo soll es hingehen, wenn es um Geschlechtergerechtigkeitsfragen geht, also du hast es glaube ich gesagt, intersektionale Gerechtigkeitsfragen in den Vordergrund stellen und entsprechend dann die Bündnisse zu bilden. Insofern, und das glaube ich hast du in alle Richtungen gesagt, ich nehme das auch mal als Aufforderung, auch vielleicht auch für Klaus, fürs Bundesforum Männer nochmal zu überlegen, wie kann man da auch die gemeinsamen politischen Vorhaben, zum Beispiel mit dem Deutschen Frauenrat und anderen Gruppierungen, nochmal stärker auf solche Fragen von intersektionaler Gerechtigkeit bündeln und gemeinsam an solchen politischen Kampagnen dann noch arbeiten. Das ist vielleicht, ich glaube, auch zukunftsträchtiger. Okay. Und dann als letztes noch
hier kann alles gesagt werden, auch dass Klasse und Schicht vielleicht mal wichtiger ist als Geschlecht. Wir sind hier ein offenes Forum und die Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, versteht sich auch als solches, klar. Ja, da hinten war noch eine Wortmeldung, vielleicht auch bitte ganz kurz, Christian. Christian Raschke, selbstständiger Organisationsentwickler und Berater im Bereich Gender und Diversity unterwegs. Vielen Dank für die vielen Ideen und auch für das viele Schrägdenken, das ihr beide da gemacht habt gerade. An einem Punkt hänge ich, weil es mir wehtut ein bisschen, vielleicht auch deshalb, weil es meine Lebenslage ein Stück widerspiegelt. Wir sind hier in der Hauptstadt der Alleinerziehenden. Wir sind in Mitte. In Mitte werden mehr Kinder in nicht typischen Familienverhältnissen groß als in denen, die ihr ganz stark aufgrund eurer soziologischen Forschung wahrscheinlich natürlich auch bemüht. Immer wieder dieses Denken in dieser Familie mit Mann und Frau und Kind, die auch am besten noch das gemeinsame Kind haben, was hier mehr als die Hälfte der Kinder in Berlin-Mitte, wir haben seit 3-4 Jahren ein Netzwerk für Alleinerziehende, nicht mehr erlebt, nie erlebt hat. Und auf diese Familienverhältnisse beruhen ganz viele eurer Aussagen, die ihr gemacht habt, in dem Verhältnis von Mann und Frau, heterosexuellem Mann und Frau zueinander, wie sie Kinder erziehen, gemeinsam Kinder erziehen. Von diesem Hintergrund, diesem Familienbild, redet und denkt soziologische Familienforschung. Und das habe ich in vielen Punkten heute leider auch so gemerkt. Ja, vielen Dank. Wollt ihr da noch kurz drauf zu antworten? Dann bitte sehr, sehr kurz, weil das geht von unserer Pause ab. Wir wollen die Workshops nicht verspätet beginnen lassen. Ich denke, diese Runde ist auch erstmal gedacht als Runde, damit die Synapsen im Kopf anspringen und die verschiedenen Dimensionen ein bisschen klar werden und so. Deswegen, es kann noch vieles im Laufe des Tages auch gesagt und gedacht werden. Ja, ich fange mit dem Schluss an. Also Familie ist in der Soziologie heute, wenn Erwachsene sich um Kinder kümmern. Das kann ein Erwachsener sein oder eine Erwachsene, das kann also wechselseitig sich füreinander sorgen, solidarisch sein und sich stützen. Und dazu gehören Netzwerke. Ne? Also das ist ja auch, also das geht in Berlin-Mitte nur, wenn also mehr als die Hälfte alleinerziehend sind, wenn die Kinder eben nicht allein erzogen werden, sondern wenn es da alle möglichen Freunde, Onkels, Tanten und so weiter gibt. Also das ist auch der Familienbegriff, den ich habe und wo ich ein Kontinuum sehe zu dem anderen. Ne? Und dass man also bei Geschlechtergerechtigkeit sich auch überlegen muss, wie kommen wir da auf sowas wie anziehende Modelle, die verlässlich sind, die ermöglichen, mit den Kindern weiterzubleiben, wenn man sich trennt oder anders verliebt. Ich glaube, das ist einfach eine riesen Zukunftsausgabe. Und da würde ich mir auch wünschen, genau sowas wie ein Bündnis für Geschlechtergerechtigkeit. Weil da spüre ich im Moment unheimlich viel Bitterkeit. Und da denke ich, muss man sich auch was anderes vielleicht überlegen. Gut, dann die Frage mit der Klasse, selbstverständlich. Man kann es leider im Mikrozensus nicht mehr modellieren. Also das ist in der Soziologie eine der schwierigsten Aufgaben, wie ich für die Bundesrepublik eine repräsentative Auswertung dazu herkriege. Und ich werde sie nicht mehr lösen. Aber sehe ich auch so. Ne? Und mir ist nochmal sehr deutlich geworden, wie wichtig dieser Zusammenhang ist, einerseits also mehr Gleichheit und Gerechtigkeit in den Strukturen zu erreichen, aber da eben nicht nur immer heteronormativ zu denken, sondern zu sagen, es gibt sowas wie eine Vielfalt, die gibt es als widerständige Lebensentwürfe und wie können wir uns da vernetzen und auf bestimmten Fragen dann auch wieder zusammenkommen. Und da eben auch durchaus Selbstbewusstsein, da hat sich unheimlich viel entwickelt, auch die Mehrheit der jungen Generation, da gibt es schon, würde ich dir zustimmen, ne? die jetzt wieder versuchen auf Härte zu fahren, aber die Mehrheit auch der Jungen, denke ich, sucht nach Wegen, wie sie für sich befriedigend als junge Männer auf ganz verschiedenen Lebensformen leben wollen. Ja. Ja, natürlich ist das mit dem Familienbegriff vielleicht ein bisschen missverständlich gewesen, aber auch bei Historikern wird das genauso gesehen, wie Ilse das charakterisiert hat. Es gibt ein exzellentes Buch von einem Kollegen namens Sida, der mal die problematische Art bei Ein-Kind-Familien oder Patchwork-Familien immer nur das Negative in der historischen Forschung zu sehen, gründlich sozusagen angeguckt hat und all die positiven Aspekte herausgearbeitet hat, also nur das einfach dazu als Bemerkung. Man sagt ja, um Kinder zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und das ist vielleicht so ein Gedanke, der also auch sich ein bisschen verbinden lässt mit dem, was du gesagt hast. Also natürlich sollte eine Gesellschaft darüber nachdenken, die kein Dorf mehr ist. Berlin-Mitte ist ja bekanntlich kein Dorf.
wie sie ein bisschen sozusagen etwas tun kann, um die Bedingungen, unter denen da gelebt werden muss, zu erleichtern. Das war auch der Hintergrund meiner Überlegungen. Und vielleicht habe ich mich, aber das muss man dann vielleicht doch auch mitnehmen, zu sehr beeindrucken lassen von dem, was einem Psychologen erzählen, also gewissermaßen, was bei Ihnen ankommt an Problemen. Die sehen aber natürlich auch immer nur die problematischen Fälle, die bei Ihnen ankommen. Deswegen ist das ein ganz spezifischer Blick. Aber ich wollte wenigstens sozusagen auch da auf Kosten von Modernisierungsprozessen hinweisen, weil das knüpft an Ihre Überlegungen an. Ich eben auch ein bisschen das Gefühl habe, wir leben oft in unserer grünen alternativen Blase und bei dem Mittelschicht-Bias von Geschlechterdiskussionen haben wir dann oft zu sehr unsere eigenen, irgendwie ja doch noch ganz guten und gut organisierbaren Verhältnisse im Blick. Und da wollte ich so ein bisschen gegen den Stachel löcken. In diesem Sinne, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Dinges und Frau Lenz, für diese doch wirklich anregenden Bemerkungen zu dem reichhaltigen Thema. Und ich hoffe, dass viele Fragen und viele Anregungen und viele Ideen mit in die Workshops genommen werden oder auch an die Informationsstände oder eben auch jetzt in den Pausengesprächen.